Du bist auf der Suche nach einem Kochfeld mit insgesamt 5 Kochzonen, hast aber keinen Platz für ein Kochfeld mit 80 oder sogar 90 cm Breite, dann empfehle ich dir genau dieses Video und dabei wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutzmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Und zu einer guten Küche gehört natürlich auch ein gutes Kochfeld, genauso ist es. Und wie im Intro schon gesagt, ist es ja oftmals so, dass ich, zumindest bei uns, dass die Kunden sich Kochfelder wünschen mit bis zu 5 Kochzonen, wo man dann halt auch mit dem Bräter entsprechend arbeiten kann, also wo man die ganzen dann auch verbinden kann. Und bei der einen oder anderen Küche ist es aber so, dass der Platz für ein 80er oder 90er Kochfeld gar nicht gegeben ist. Und da haben wir hier einen, ja, regelrechten sogenannten Problemlöser. Denn wir haben hier ein Vollflächeninduktionskochfeld aus dem Hause V-Zug. Und wenn wir hier mit unserem Gliedermaßstab einfach mal schauen, sehen wir, dass das Kochfeld 69,1 cm breit ist und eine klassische Tiefe, ja, haben wir auch 50,1 cm. Und somit haben wir hier die Möglichkeit, platzsparend dann bis zu 5 Kochtöpfe hier zu platzieren. Aber bevor wir dazu kommen, dass das auch funktioniert, gehen wir nochmal hier auf die Fakten des Kochfeldes ein, was wir überhaupt hier haben. Wir haben ein rahmenloses Kochfeld, das heißt, es kann wie hier aufliegend oder auch flächenbündig eingebaut werden. Das Ganze hat im Bereich der Kochzonen eine, ja, schonende oder glasschonende Bedruckung, dass Kratzer entsprechend nicht ganz so schnell entstehen. Und wir haben hier ein Touchdisplay, ein farbiges Touchdisplay sogar. Und dann nehmen wir auch schon einen Topf und nehmen mal so einen kleinen, stellen den mal hier in die Mitte der Fläche und die Topferkennung zeigt uns auch hier schon den Topf an. Übrigens, ich finde das total praktisch. Die Bedienung ist hier so leicht rechts angeordnet und ja, das ist so ein bisschen wie wenn man vor dem Computer sitzt und mit der Maus arbeitet. Also eine recht intuitive Bedienung. So, wir wählen unser Kochgeschirr aus, dann es wird aus dem grauen Display hier ein farbiges gelbes Display. Wir müssen natürlich auch was tun, sonst läuft das weg. Und wir sehen jetzt hier schon, wir haben einen Slider mit insgesamt 9 Stufen zum Auswählen, haben aber 18 Leistungsstufen. Das heißt, jede Stufe ist nochmal mit einer halben Stufe untergliedert. Also wir können halt hier wirklich die Leistung sehr filigran einstellen. Apropos Leistung einstellen, wir haben dann auch hier noch entsprechend den Modus, also so ein kleines Menü. Und hier haben wir die Power-Funktion versteckt. Das heißt, wir haben hier maximale Leistung am Topf für maximal 15 Minuten. Wir haben die Auto-Power-Funktion. Das heißt, der Topf wird bis zum Siedepunkt oder bis kurz vorm Siedepunkt erhitzt. Dann geht die Leistung wieder runter. Dann haben wir natürlich die Profi-Koch-Funktion. Das kennen wir schon von anderen Kochfeldern, dass ihr die Töpfe entsprechend auf dem Kochfeld schieben könnt und die Leistung entsprechend höher oder niedriger wird. Und über die Kochmütze können wir dann noch zwischen den Funktionen Schmelzen, Warmhalten, Aufwärmen und Simmern wählen. Dann gehen wir das Ganze wieder zurück. Können wir auch noch Leistung wieder runternehmen. Dann gibt es natürlich die Pause-Funktion. Die kennt ihr halt von den anderen Kochfeldern schon. Die Wischfunktion, wenn man was daneben geht, kann man das Ganze problemlos abwischen. Wir haben den Timer. Beim Timer finde ich sehr gut, dass man jetzt nicht nur die Laufzeit einstellen kann, sondern es zeigt auch an, um welche Uhrzeit der Timer abläuft. Also das finde ich nochmal eine sehr schöne Zusatzfunktion. Und über das Zahnrädchen, das kennt ihr ja schon von anderen Geräten, dass man dann hier die entsprechenden Einstellmöglichkeiten hat. Und das kennt ihr auch schon vom Smartphone oder ähnliches. Über die zwei Punkte wisst ihr, es gibt zwei Bildschirmseiten, da könnt ihr dann halt über das Thema Wischen das Ganze wieder euch anschauen. So, Pfeil zurück und den Topf nehmen wir mal weg, denn wir haben ja hier noch einen Bräter stehen. Also bevor wir dann zu den 5 Töpfen kommen und dann sehen wir schon im Display, er erkennt hier einen großen Topf, also gibt uns eine große Fläche an und die kann ich genauso wie die kleine vorhin anwählen und dann kann ich hier
mit dem Kochvorgang beginnen. Den nehmen wir jetzt aber wieder runter, denn dieses Kochfeld hat ja auch noch eine Besonderheit, und zwar eine sogenannte Teppanyaki-Funktion. Das heißt, wir haben das V-Zug Teppanyaki oder die Teppanyaki-Platte zum Auflegen. Und jetzt sehen wir schon, dass er uns hier das Ganze auch als Platte anzeigt, also nicht rund, sondern länglich. Und wir können das Ganze aktivieren als zwei Zonen oder über das Minus können wir das als eine Zone verbinden und haben dann hier die große Grillplatte. Ja, und dann nehmen wir das Teppan nochmal weg und kommen jetzt zu unseren fünf Töpfen, dass das Ganze auch funktioniert. Also, wir haben hier einen Topf, einen großen, dann haben wir hier zwei Stielkasserolen, die hat er auch erkannt. Dann haben wir hier noch einen mittleren Topf, erkennt er auch. Und jetzt haben wir zum Abschluss hier noch einen kleinen Topf. Und wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, haben wir hier so eine leichte Schlänge. Haben wir 1, 2, 3, 4 Töpfe. Und wir haben hier an der Stelle den fünften Topf. Und man kann dann halt alle fünf Töpfe entsprechend auch anwählen. Und wir haben 69 cm Kochfeld und Platz für fünf Töpfe. Ja, und somit habe ich ja eingangs nicht zu viel versprochen, denn mit dem V-Zug haben wir hier einen Problemlöser, wenn es darum geht, viel Fläche auf einem kleinen oder kleineren Kochfeld zu haben. Weitere Technikvideos findet ihr über den Link. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutsmann-Küchenlogo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.